Wenn Sie zurückgekehrt sind, melden Sie sich bitte bei uns, um die Informationen so schnell wie möglich zu aktualisieren. Als Carla ungewöhnlich lange auf das Ergebnis ihrer Mammographie warten muss, fängt sie an, sich große Sorgen zu machen. Doch dann erfährt sie, dass die Chemo erfolgreich war, der Tumor ist kleiner geworden und kann nun operiert werden. Gregor und Carla sind überglücklich. Bruno fühlt sich von aller Welt verraten, Henning soll ungeschoren davonkommen. Alex weicht langsam in seiner Haltung zu Bruno auf und will sich um ihn kümmern. Doch Bruno ist ohne ein Wort zu sagen verschwunden. Dass Mutter Claudia plötzlich bei Ben und Tina einziehen will, überfordert beide. Doch sie wollen Rücksicht nehmen auf Claudias neue, noch ungewohnte Lebenssituation. Als sie jedoch den Shanty-Chor auch für Damen zugänglich machen möchte, stoppt Ben sie. Claudias Anwesenheit hat jedoch auch Vorteile, Pillekauten wird aufgetischt. Pia hofft auf ein Schülerpraktikum bei einer Hamburger Umweltorganisation, ist dafür aber zu spät dran. Merle bringt sie darauf, dass der Beruf der Anwältin für sie eine gute Zukunftsoption wäre. Danke fürs Zuschauen. Bitte schauen Sie sich das nächste Video an.